Guten Abend, die Herrschaften. Mein Name ist Dr. Seltsam. Herzlich willkommen in meinem Absinth-Kontor. Und ich habe heute die große Ehre, dass Herr Markus zum Besuch kommt. Wo befinden wir uns hier? Wir sind gerade auf dem Weihnachtsmarkt in Köln, Heinzels Wintermärchen. Ist eine Veranstaltung, die ich jetzt im 8. Jahr besuche. Und wir hatten ja ein Jahr Corona-mäßig Pause. Und ist immer wieder eine Veranstaltung, wo ich gerne bin. Ja, ich bin Dr. Seltsam, bin mit meinem Absinth-Kontor seit ungefähr 10 Jahren unterwegs und versuche den Leuten die Geschichte des Absinths näher zu bringen und auch natürlich den Absinth selber an den Mann und die Frau zu bringen und zu verkaufen. Wie sind Sie dazu gekommen? Über die Geschichte. Ich habe viel über die Geschichte gelesen und mich damit beschäftigt und habe die ersten Absinthe probiert. Und das meiste davon war leider nicht so berauschend und nicht so prickelnd. Und habe dann gesucht und bin vom Hölzchen auf Stöckchen gekommen und dann hier nachher gelandet. Kommen Sie aus dem Thema? Ich habe mich da reingearbeitet. Also es gab ein Grundinteresse und von diesem Grundinteresse aus bin ich gestartet und dann halt dazu gekommen, dass ich irgendwann gesagt habe, ich möchte dieses Produkt, was mich selber fasziniert und dessen Geschichte mich fasziniert, in einem Rahmen präsentieren, den ich persönlich ansprechend finde und schön finde. Ich möchte, dass die Leute, die zu mir kommen, selbst wenn die nichts kaufen, dass sie den Moment haben, ein Stück aus ihrem Alltag rauszukommen und einen Moment abzutauchen in irgendeine mystische Welt oder in eine vergangene Zeit, wenn man das so möchte. Also meine Bekleidung selber ist ungefähr 1880. Das Konzept des Wagens oder so wie der Wagen aufgebaut ist, ist im Stil von einem alten Zirkuswagen. Das mit diesen Flaschen und Regalen vorne dran, das gab es so ja auch wirklich. Damals war es halt eine Kutsche, die vom Pferd gezogen wurde. Heute sind halt ein paar Pferde unter der Motorhaube so, aber das Prinzip ist das gleiche geblieben. So, ne? Ich fahre halt dahin, wo Menschen zusammenkommen und ich glaube, dass da ein Interesse besteht an Absinth. Es gibt immer wieder Leute, die entweder mit diesem Produkt gar nichts anfangen können oder sehr abgeschreckt sind davon. Vor ein paar Tagen war eine Dame hier, die sich das anguckte und dann fragte, haben Sie auch was Normales? Also es ist halt, Absinth ist halt nichts Alltägliches. Zumindest für die meisten Menschen. Man bekommt Absinth auch mittlerweile auch mal im Supermarkt oder so. Aber dieses ganze Ding Absinth, dass es auch noch eine Auswahl gibt, dass es nicht nur den einen Absinth gibt, der alle Menschen verrückt und bekloppt macht und Halluzinationen verursacht, das wissen viele Leute gar nicht. Dieser Absinth war ja lange verboten. Genau. War fast 80 Jahre oder 80 Jahre verboten. Weil man halt gesagt hat, die Leute werden davon wahnsinnig und kriegen Halluzinationen und drehen völlig durch. Das hatte aber damals was mit der Konsummenge zu tun, mit dem schlechten Alkohol, der auf dem Markt war und nicht mit dem Absinth selber. So, dieses Ding ist auch immer so eine Sache, ne, wo Leute kommen, entweder das ist doch gar nicht der echte Absinth, der darf man nicht verkaufen oder haben sie auch den echten Absinth? Das ist der echte Absinth, weil wenn es wirklich alles so schlimm wäre, wie man immer gesagt hat, dann dürfte man zum Beispiel alte Absinthe, die es ja noch gibt, also unter Sammlern auch gehandelt werden, die dürfte man nicht verkaufen. Also wenn es das hochgiftige Zeug wäre, ich darf ja auch kein Fläschchen mit Heroin von Bayer, kein Originalfläschchen, was noch gefüllt ist, irgendwie als Sammler hin und her verkaufen, weil es unter das Betäubungsmittelgesetz fällt. Aber Absinth fällt halt nicht unter das BTM. Es gibt eine Aromaverordnung, die bestimmte Sachen vorschreibt, die nicht überschritten werden dürfen. Aber es hat nichts mit dieser angeblichen Rauschdroge zu tun, mit LSD-artigen Zuständen und so. Das ist aber bei 80 Jahren Verbot, ne? Steigert sich halt ein Mythos ins Unendliche. So, das. Herr Dr. Seltsam, könnt ihr uns vielleicht ein bisschen mal Ihre Produkte präsentieren, was Sie hier so alles verkaufen? Ja, ich kann euch natürlich gerne ein paar Sachen zeigen. Also ich habe ab hier oben sind Schweizer Sachen zum Beispiel von Claude Alain, Libertine da drüben oder Le Mercier sind französische Hersteller. Ich habe meine eigenen Sachen. Überall da, wo Dr. Seltsam draufsteht, ist auch Dr. Seltsam drin. Teilweise
lasse ich die oder ich lasse die teilweise für mich machen. Zum Teil arbeite ich mit Leuten einfach auch zusammen. Mit dem Alpha zum Beispiel habe ich mit dem Inhaber von Grünen Engel in Heidelberg gearbeitet. Damit haben wir 2018 auf der Absinthiades in Pontarlier in Frankreich eine Goldmedaille gewonnen. Also es ist ein Absinth, der auf jeden Fall sehr vielen Leuten schmeckt und der auch gut ankommt. Ah, Dr. Seltzer. Gilbert Gendarme. Hast du eine gute Absinth von mir? Ja, natürlich. Ah, danke schön. Bitte sehr. Ah, und wie viel Tröpfel machst du da drin? Mal einen guten Spritzer Absinth. Ja. Und machen einen guten Spritzer Wasser, oder? Ah, okay. Also ist halbe halbe. Also. Genau, halbe halbe. Ah, okay. Geh dir mal. Ja. Das riecht gut. Jetzt aufgepasst. Ich muss meinen Kopf nach hinten. Boah, fantastisch. Gut, ne? Oh ja. Hast du noch etwas, die noch besser ist? Ja. Eventuell? Ist nur Wasser. Einmal den Becher ausspülen. Also. Nicht trinken. Nein. Zack. Ah. Wieder ein Spritzer Absinth. Ja. Ein Spritzer Wasser. Oh. Wieder ein bisschen schütteln. Ah, die riecht auch ein bisschen anders. Ah ja. Und jetzt probieren. Hast du noch ein allerbeste vielleicht? Natürlich. Dr. Seltzer. Ein Spritzer Wasser. Ui. Becher ausspülen, nicht trinken. Zack, zack, paff. Jetzt? Ja. Der Allerbeste. Der Allerbeste. Ah. Vom Allerbesten. Vielleicht noch ein Tröpfchen dabei. Ah. Oh, der Gendarme muss alles probieren. Ja, die vor ganze allem Weihnachtsmarkt. Vom Allerbesten muss man ja auch direkt das Doppelte probieren. Ja. Dann schmeckt es nämlich doppelt so gut. Ich hoffe. Ich sage dir das nachher. Oh, ich meine, da war. Hat. Boah. Die war fantastisch. Ja. Hab ich doch gesagt. Der Allerbeste. Ah, Dr. Seltzer. Ich komme eine Stunde zurück, vielleicht. Ja. Ich gebe dir das zurück. Fangen wir von vorne an. Wieder mit dem Guten, besser, allerbesten. Ja, aber in einer Stunde. Ja. Komme ich zurück. Ja. Vielen Dank, Dr. Seltzer. Dankeschön. Herr Dr. Seltzer, Sie sind ja noch momentan in der Kölner Altstadt auf dem Weihnachtsmarkt Heinzels Wintermärchen vertreten. Wie kann man Sie denn noch außerhalb des Weihnachtsmarkts erreichen? Über meine Seite findet man alles an Kontaktmöglichkeiten, also E-Mail, Facebook, Instagram. Was gibt's noch? Telefon, ja, Faxgerät gibt es nicht mehr, das ist auch so. Die Zeiten sind vorbei, ansonsten kriegt man mich eigentlich immer irgendwie gefunden. Im Notfall über Suchmaschinen größer Hersteller. Wie heißt Ihre Seite? www.absinthkontor.de ist die Seite, wo man mich findet. Da ist auch mein Miniatur-Webshop, da sind wirklich nur meine eigenen Sachen drauf, nicht die Sachen von anderen Herstellern, da kann man halt meine Sachen bestellen. Also liebe Leute, nicht Dr. Seltzer eingeben. Dr. Seltzer eingeben kann man, wenn man Dr. Seltzer und Absinth eingibt, findet man mich auch, aber eigentlich ist es Absinth-Kontor.